Ja, einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur 9. Sitzung unserer Vorlesungsreihe Liebes- und Abenteuerromane des 12. und 13. Jahrhunderts. Um mir optimal folgen zu können in den nächsten ungefähr 45 bis 50 Minuten, möchte ich Sie bitten, auf OLAT zu gehen und die zugehörige PowerPoint-Präsentation zu öffnen. Ja, in der letzten Sitzung, da schließe ich an, haben wir den ersten Teil Konrads von Würzburg, Patonopia und Melior, kennengelernt. Dieser Roman wird in seinem Inhalt heute fortgesetzt, damit Sie sich ein eigenes Bild über den Handlungsverlauf und die Schwerpunktsetzung in diesem Roman machen können. Und tatsächlich schließe ich den Inhalt dann mit entsprechender Interpretation dann nächste Woche ab. Also heute ist hier nur Märchenstunde. Ich werde Ihnen etwas zu diesem Roman erzählen, nämlich seinen Inhalt. Blättern Sie bitte um. 9.1 noch einmal anschließend an die letzte Sitzung eine kurze Zusammenfassung. Ich habe Ihnen letztens nach einem kurzen Blick auf das Leben und Werk des Autors Konrad von Würzburg den Inhalt des mittelhochdeutschen Patonopir-Romans angefangen darzustellen. Daran möchte ich im Folgenden anschließen und Ihnen Konrads Roman weitererzählen. Ich fasse den in der letzten Woche dargestellten Inhalt kurz noch einmal zusammen, damit Sie wieder gut in die Handlung einsteigen können. Patonopir, unser Held, Graf von Anjou und Blois, verirrt sich mit 13 Jahren während einer Eberjagd im Ardennenwald. Nachdem er voller Angst umhergeirrt ist, gerät er ans Meer, wo er ein gespenstisch menschenleeres Schiff entdeckt, auf dem er erschöpft einschläft. Als er erwacht, findet er sich auf hoher See wieder, was ihn in neue Ängste versetzt. Danach gelangt er in eine ebenso menschenleere Stadt. In der Burg wird er von unsichtbarer Hand bewirtet und gepflegt. In der nächtlichen Dunkelheit erscheint unvermutet ein Mensch an seinem Bett und lässt ihn erneut tödlich erschrecken. In einem reizvollen Spiel zwischen knabenhafter Furcht und sinnlicher Neugier des Jugendlichen oder Heranwachsenden verbringt Patonopir die Nacht mit dieser unsichtbaren Unbekannten, die sich als mächtige Königin entpuppt. Diese eröffnet ihm schließlich, dass sie selbst seine Irrfahrt bewirkte, da sie ihn zum ebenbürtigen Partner auserkoren habe. In 2,5 Jahren, wenn er zum Mann gereift sein wird, wolle sie ihn dem Hof vorstellen. Bedingung sei jedoch, dass er sie bis dahin nicht sehen dürfe, auch wenn sie nachts immer zu ihm kommen werde. So verbringt Patonopir die Tage bei der Jagd oder bei Erkundungen der Umgebung, die Nächte mit der unsichtbaren Unbekannten. Eines Tages überfällt ihn das Heimweh. Zudem erfährt er von seiner Partnerin, dass sein Vater und sein Onkel, der König von Frankreich ist, verstorben seien und seine Mutter von Feinden bedrängt werde. Seine unsichtbare Freundin erlaubt seine zeitweilige Rückkehr nach Frankreich, ermahnt ihn aber zur Treue. Nachdem er ein großes Heer mit einem Schatz angeworben hat, den ihm seine reiche Freundin zur Verfügung gestellt hatte, tritt der Jüngling in mehreren Schlachten gegen den sarazenischen König Sornagyr und dessen Verbündete an, die in Frankreich eingefallen sind. Die Auseinandersetzung endet schließlich friedlich. Nachdem Patonopir nämlich den Verrat eines Ratgebers Sornagyrs in Gefangenschaft gerät, ergibt sich der edle und ehrenwerte muslimische König dem französischen König, damit ein Waffenstillstand geschlossen und Patonopir gegen ihn ausgetauscht werden kann. Die Sarazenen ziehen sich anschließend aus Frankreich zurück. Soweit der Inhalt, den ich Ihnen letzte Woche ausführlicher dargestellt habe. Hier schließe ich jetzt mit Folgendem an. Blättern Sie bitte um. 9.2. Die Ränkespiele der Mutter Patonopirs. Nach seinen kriegerischen Heldentaten, die zur Befreiung seiner Mutter und Frankreichs geführt haben, verfällt unser Titelheld in große Sehnsucht nach seiner Freundin, die uns nun ganz nebenbei mit Namen vorgestellt wird. Sie heißt Melior.
glaube, das haben Sie auch bereits erwartet. Die ganze Zeit, auch während des Kämpfens, habe Patolupi in tadelloser Treue an Sie gedacht, weiß der Erzähler zu berichten. Patolupi verfällt in Trauer und hat nun statt Heimweh Liebeskummer. Also nirgendwo fühlt er sich richtig wohl, weder bei seiner unsichtbaren Freundin, dann fehlen ihm seine Freunde, seine Familie, noch wenn er bei seiner Familie ist, fühlt er sich wohl, dann fehlt ihm seine Geliebte. Es gilt also, beides miteinander zu harmonisieren. Nun, er verfällt in Trauer jedenfalls und diesen Liebeskummer nimmt seine Mutter wahr und spricht ihn an, ob er wohl eine Frau kennengelernt habe. Patolupi erzählt daraufhin, dass erst seine geliebte Freundin mit ihrem Geld es ihm ermöglicht habe, die kriegerische Auseinandersetzung zu gewinnen und Frankreich zu befreien. Er erzählt also von seiner Geliebten und stellt sie im besten Licht bei ihrer künftigen Schwiegermutter dar. Diese aber möchte wissen, wie die Geliebte ihres Sohnes aussieht, ob sie schön sei, fragt sie Patolupi. Der muss daraufhin zugeben, dass er seine Freundin noch nie gesehen habe und sie auch nicht sehen dürfe. Dies erweckt nun das Misstrauen der Mutter, doch lässt sie Patolupi dies nicht spüren. Stattdessen sagt sie ihm, dass er alles richtig gemacht habe. Blättern Sie bitte um. Das ist in große Wiesheit, sprach aber sie, dass du bereit, ihr Zedierendste gerne bist. Du sollt erfüllen alle Frist, ihr hohe Lehre und ihr Gebot. Das ist sehr klug, sagte sie, dass du den Willen hast, ihr zu dienen. Du sollst jederzeit ihre Belehrungen aufnehmen und ihre Wünsche erfüllen. Was nach Frauensolidarität klingt hier, ist das genaue Gegenteil. Die Mutter ist verzweifelt und macht sich größte Sorgen um ihren Sohn. Und das nicht nur als zukünftige Schwiegermutter, die ihren Sohn ja ungern an eine andere Frau herausgeben möchte. Nein, hier geht es um anderes. Unverzüglich sucht die Mutter den französischen König auf und teilt diesem mit, was sie befürchtet. Ein Teufel in Menschengestalt habe ihren Sohn verführt. Daran könne es keinen Zweifel geben. Nun, das mögen ja auch andere Mütter denken, wenn sie ihre Schwiegertochter zum ersten Mal kennenlernen. Aber hier ist natürlich die Unsichtbarkeit Meliors das entscheidende Argument. Sie hat zugleich einen intriganten Plan zur Hand. Der König solle doch seine schöne Nichte mütterlicherseits, Patolupi, zur Frau geben. Das Kalkül der Mutter besteht darin, dass sich ihr Sohn in die Königsnichte verlieben und seine Freundin vergessen werde. Und um nachzuhelfen, werde sie einen Liebestrank brauen. Eine ganz offensichtliche Anspielung auf den Tristan Gottfrieds von Straßburg. Blättern Sie bitte um. Wird im Du Maget wünniglich, so die Mutter, und ihr süße Minne erkannt, so miedet ihn der Fahrland gar bitter und frecher. Auch will ich einen Becher bereiten mit der Künste mien. So sie den klaren süßen Wien trinken beide samt da aus, so wisset, dass er nicht ein Gruß mehr gibbet um ein ander Wieb. Wenn er das wunderschöne Mädchen und ihre süße Liebe erst einmal kennenlernt, gemeint ist hier die Nichte des französischen Königs, so wird ihn der schreckliche und dreiste Satan, gemeint ist Meliur, meiden. Auch werde ich einen Becher mit Hilfe meiner Zauberkünste präparieren. Wenn sie beide den klaren süßen Wein gemeinsam aus dem Becher trinken, dann seid gewiss, dass ihn keine andere Frau mehr interessiert. Dieser Plan wird in die Tat umgesetzt. In der Tat ist die Nichte außerordentlich schön und klug, dazu aufgeschlossen, fröhlich und voller Liebe. Als Patolupi zusammen mit dem Mädchen den Liebestrank aus dem verzauberten Becher zu sich nimmt, entbrennen beide in wilder Liebe zueinander. Die Zwanghaftigkeit wird genau wie im Tristan Gottfrieds von Straßburg. Das engelgleiche Mädchen nimmt ihn völlig gefangen, seine Freundin ist augenblicklich vergessen.
Aspartun-Upedi-Mädchen die Ehe verspricht, deckt diese etwas leichtfertig die Trickserei der Mutter auf. Man habe ihn mit Zauberei aus den Fängen einer wilden Fee gerettet, erklärt sie. Die Motivation des Mädchens ist dabei nicht, endlich die Wahrheit ans Licht kommen lassen zu wollen und Patonopir über die Ränkespiele seiner Mutter aufzuklären. Nein, ihr geht es darum, Patonopir zu verspotten, in der Annahme, dass er durch Magie ihr unwiederbringlich verfallen ist und daher seinem Liebesschicksal nicht entfliehen kann. Doch der gemeine Spott und der Hinweis auf die wilde Fee bewirken, dass die Liebe zu Melior trotz des Zaubertranks erneut sein Herz entflammt. Die Wirkung des Trankes kann der Wahrheit der Liebe, die aus dem Herzen kommt, nicht standhalten. Blättern Sie bitte um. Sie was mit Redde ein wenig bald, davon die Schöne durch Gelimpf wollte da mit ihm ihr Schimpf trieben allergemäßt. Seht, du ward ihm als ernähst, von ihr Worten allzer Hand, dass er von Grunde ward ermannt, der Lieben seiner Frauen. In seines Herzen erhoben, begunde ihr Minne blühen. Sie war ein wenig voreilig mit den Worten, mit denen die Schöne sehr gerne einen Scherz mit ihm treiben wollte, um ihn zu verhöhnen. Aber seht, da wurde er sogleich ganz ernst durch ihre Worte, weil er von Grund auf an seine geliebte Dame erinnert wurde. In den Auen seines Herzens begann deren Liebe zu blühen. Blättern Sie bitte um. Der vermeintliche Treuebruch löst Panik in Patonopir aus. Er flieht augenblicklich vor dem Mädchen und schließt sich in eine Kammer ein, wo er sich ganz seiner Trauer hingibt und in Liebesschmerz versinkt. Auf dem Schlachtfeld der Liebe droht die große Niederlage. Patonopir wird in seiner ganzen Verletzlichkeit und Hilflosigkeit präsentiert. Er verflucht den König, seinen Cousin und seine Mutter, die ihn in diese Situation gebracht haben. Ja, wie können wir dieses Kapitel nochmal richtig einordnen? Also erst einmal der große Held auf dem Schlachtfeld, der kann in der Liebe scheitern und geradezu kläglich eine klägliche Figur abgeben. Ich glaube, das ist das Erste, was wir hier lernen. Die Liebe schwächt auch den stärksten Mann. Das Zweite, was mich hieraus ablesen lässt in dieser Konzeption der Liebe, ist die Auseinandersetzung mit dem Tristan. Ja, die Liebe zwischen Patonopir und Melior kann eben nicht durch einen Zaubertrank gestört werden oder durch diesen hervorgerufen werden. Liebe steht über Zauberei, wenn Sie so wollen. Dieser Zauber vermag viel mehr als ein mechanischer Zauber, den die Mutter Patonopirs wirkt. Und das ist ja eine deutliche poetologische Absage an den Tristan mit seiner Auszeichnung des Liebestranks für die Liebe zwischen Tristan und Isolde. Blättern Sie bitte um. 9.3. Die Rückkehr zu Melior. Schließlich besinnt sich Patonopir darauf, dass er das eigentliche Tabu nicht gebrochen hat. Er entschließt sich, zu seiner unbekannten Geliebten zurückzukehren und diese um Verzeihung zu bitten für seinen beinahe Fehltritt. Unter dem Vorwand, ausreiten zu wollen, verlässt er die Stadt Blois, reitet zum Meer, wo bereits ein menschenleeres Schiff auf ihn wartet, das ihn zurück in die Geisterstadt Schiefdeire bringt. Er erzählt seiner Geliebten alles, was vorgefallen ist, die ihm daraufhin verzeiht. Erneut macht sie ihm deutlich, dass nur die Übertretung des Seetabus dazu führen würde, dass sie sich von Patonopir abwenden müsse. Nach einem weiteren halben Jahr in der menschenleeren Stadt Schiefdeire, ohne jede menschliche Gesellschaft, unterbrochen nur vom nächtlichen Zusammensein mit Melior im Dunkeln, packt ihn erneut das Heimweh und er bittet erneut um die Erlaubnis, seine Mutter besuchen zu dürfen. Melior ahnt voraus, was passieren wird. Blättern Sie bitte um.
Ich fürchte, dass die Murter dich mit Listen unterwiese, dass sie von hohem Priese den Tumbes Herze kehre. Viel ankliche Sehre wird sie danach ringende, dass du mich werdest bringende zu nöten und zu leide, sodass die Augen beide mich geschauen und gesähen. Ich fürchte, dass deine Mutter dich so mit listigen Vorschlägen belehrt, dass sich dein törichtes Herz am Ende vom rühmenswerten Handeln abkehrt. Mit angsterfülltem Schmerz wird sie sich darum bemühen, dass du mich in Not und Elend stürzt und du mich mit beiden Augen sehen und betrachten willst. Dies aber, so führt sie weiter aus, hätte ihren qualvollen Tod zur Folge. Lieber wolle sie auf ewig in der Hölle schmoren, als von ihm einmal nur betrachtet zu werden, bevor die Zeit gekommen sei. Ja, er darf sie ja betrachten, wenn er denn zum Ritter erhoben wird, beziehungsweise sie ihn durch das Umgürten eines Schwertes zum Ritter gemacht habe. Wenn Patomophir aber davon nicht absehen könne, sie sehen zu müssen, solle er ihr anschließend den Gnadentod schenken und sie mit eigenen Händen töten. Sie legt ihr Leben also in seine Hände und appelliert an seine Treue, das gegebene Versprechen einzuhalten. Patomophir weist einen möglichen Treuebruch weit von sich. Er wolle lieber sterben als Melior verraten. Ja, seine Liebe zu ihr sei weitaus bedeutsamer als seine verwandtschaftlichen Bindungen, die er bedenkenlos bereit wäre zu opfern. Blättern Sie bitte um. Verschütten ließ sich alles Blut, das mir auf Erde je Sippe ward, ehe dass ich meiner trüben Art an Ü zerbrechen wollte. Er ließ sich das ganze Blut meiner Verwandtschaft verschütten, bevor ich euch gegenüber meine Treue bräche. Ja, das ist meine Ansage. Mal gucken, wie es weitergeht. Blättern Sie bitte um. 9.4. Die neuerliche Heimkehr und zweite List der Mutter. Als Patomophir nach Hause zurückkehrt und seine besorgte Mutter längst beschlossen, Melior in ein schlechtes Licht zu rücken, damit ihr Sohn sich dauerhaft von ihr abwende. Dabei treibt die Mutter die Sorge, dass Melior ein böser Dämon sein könne. Ja, man kann es ja auch so ein bisschen verstehen aus der Sicht der Mutter. Ihre Tochter ist unsichtbar, also ihre künftige Schwiegertochter ist unsichtbar. Sie legt ihrem Sohn ein Tabu auf, sie entfernt ihn aus menschlichen, vor allen Dingen verwandtschaftlichen Bindungen. Das ist natürlich tatsächlich eine ungeheure Situation, in dem sich Eltern, hier die Mutter, eben ja sehr verständlich Sorgen um das Wohlergehen des Sohnes macht. Hilfe sucht die Mutter beim Erzbischof von Paris und stellt ihren Sohn dort als vom Teufel besessen und von einem Dämon heimgesucht dar. Sie bittet den Erzbischof darum, dass er Patomophir zur Besinnung bringe, Melior verlasse und damit seine Seele rette. Also sie kommt gar nicht auf die Idee, natürlich mal diese Verbindung zwischen Melior und Teufel zu hinterfragen. Für sie steht das fest. Und auch dem Erzbischof gegenüber drückt sie überhaupt keinen Zweifel aus. Das ist so, ihr Sohn sei mit einem Dämon liiert und hier bestehe dringender Handlungsbedarf. In einem langen Lehrgespräch führt der Geistliche aus, dass Patomophir gegenüber Christus verpflichtet sei, seine Seele reinzuhalten. Im Gespräch mit dem jungen Mann ruft er Schreckensbilder herauf von den Seelen sündiger Menschen, die in der Hölle auf ewig gequält und gemartert würden. Patomophir müsse seine Beichte ablegen und damit die Last seiner seelischen Qualen verringern. Unserem Titelhelden, der große Kämpfer noch gegen Sornagyr, schlottern die Knie, nachdem der Erzbischof ihm diese Höllenqualen eindrücklich vor Augen gestellt hat. Sofort bekennt er seine Schuld. Er habe viele Missetaten begangen, aber eine Sünde sei mit Abstand die schlimmste. Und zwar, dass er sich mit einer Unsichtbaren sexuell eingelassen habe, von der er fürchte, dass sie ein böser Geist sei. Er fürchte, dass er für immer verloren sei,
weil er sich damit gegen Gott versündigt habe. Seine einzige Hoffnung sei, dass der Bischof seine Seele noch retten und seine falsche Liebe beenden könne. Wir haben es also mit einem ausgesprochen wankelmütigen Patronopier in dieser Szene zu tun, der aus Angst vor den möglichen Höllenqualen, vor den möglichen Folgen seiner dubiosen sexuellen Verbindung, diese sofort aufgibt und bereit ist, seinen Treueschwur zu brechen. Der Erzbischof rät unserem Helden, seiner teuflischen Geliebten mit Listen eine Falle zu stellen und dadurch erkennen zu können, wie sie ausschaut. Erst wenn Patronopier erkannt habe, um was für ein Wesen es sich handele, könne der Erzbischof einen fundierten Rat erteilen, was zu tun sei. Das nötige Utensil, um sie zu sehen, kann die Mutter mit ihren Zauberkünsten herstellen. Eine Laterne, mit deren Hilfe man Unsichtbares sichtbar machen kann. Diese solle Patronopier heimlich zur nächsten Zusammenkunft mit seiner Geliebten mitbringen. Wenn sie sich nackt zu ihm ins Bett legen wolle, so könne er sie anleuchten und sehen, ob sie der Teufel oder irgendein Monster sei. Patronopier stimmt bereitwillig diesem Plan zu und bricht Richtung Schirfdeire auf. Lassen Sie uns auch hier noch einmal kurz innehalten. Auch hier grenzt der Roman sich ab, und zwar gegen die einfältige Liebe, die ohne jeden Wankel, ohne jede Täuschung, ohne jeden Zweifel ist, nämlich die Liebe zwischen Flore und Blancheflor. Ja, hier ist die Konzeption bei Konrad deutlich näher am Tristan Gottfrieds von Straßburg, ne, wo die beiden Geliebten ja auch aneinander verzweifeln, sich schon mal trennen, wütend aufeinander sind. Genau das, einen wankelmütigen jungen Mann, der noch nicht ganz sicher ist, wohin er im Leben möchte und sich seiner Liebe auch noch nicht ganz hundertprozentig sicher ist, den finden wir hier in diesem Roman vor. Blättern Sie bitte um. Und was für ein Unterschied, ne, zu Flore und Blancheflor, die von Gott vorherbestimmt sind und sich jeder Täuschung untereinander enthalten. Gut, 9.5, Tabubruch und Verstoßung. Unser Titelheld kann es gar nicht abwarten, endlich Melior zu sehen. Ja, und zwar wirklich zu sehen und nicht nur sie zu fühlen und mit ihr zu sprechen. Der Erzähler wertet Patronopiers Verhalten deutlich negativ und bezichtigt ihn der Falschheit. Der Falsche, die Lucerne barg, sehr unter Sine Kleider. Er wollte sich der Leider verwirken und entehren und allze faste Sehren trüwe und ganzer Städte. O weh, dass ihm die Räte sein eigen Mörder je gebot, davon er in so grimme Not kam zu Jungest und fiel. Der Falsche verbarg die Laterne zur Gänze unter seinen Kleidern. Leider wollte er sich dort ins Unglück stürzen und entehren, sowie seine treue und aufrichtige Beständigkeit verletzen. O weh, dass ihm diesen Rat auch noch seine eigene Mutter erteilte, wovon er in schreckliche Not geriet und am Ende zu Fall kam. Als Patronopier schließlich die magische Laterne, wie geplant, auf Melior richtet, erweist diese sich als das krasse Gegenteil eines Dämons. Blättern Sie bitte um. Es ward ein lichter Mähentag und ein glanzer Sonnenschien, nie so luter und so fien, sam ihr lieb nach Wunsche gläs. Gott selber sich viel harte fleis, du sie geschurf sie Meisterschaft. Sie war sein Engelin, durchlüchtig und durchsichtig. Ein strahlender Maientag und ein glanzvoller Sonnenschein waren nicht so leuchtend und so rein wie ihre wundervoll gleißende Gestalt. Gott hatte sich anstrengen müssen, als seine Meisterschaft sie geschaffen hatte. Sie war ein Engelchen, hellleuchtend und durchscheinend. Patronopier sieht diese Lichtgestalt im Schein der Zauberlampe
und kann sie doch nicht genau erkennen, weil seine Augen, seine falschen Augen vielleicht, ja, es ist die, ja, die Falschheit, die ihn sie nicht erkennen lässt, weil seine Augen ihre gleißende Helligkeit nicht ertragen können. Die Zauberlampe bringt nicht das von ihm erhoffte Ergebnis. Melior bleibt ihm auch weiterhin entzogen. Er kann sie nicht wirklich sehen oder erkennen gar. Zumindest aber weiß er nun, dass sie kein Dämon ist. Sein Wortbruch aber ist angesichts des Ergebnisses für ihn selbst unerträglich. Er wird totenbleich, schämt sich und droht, den Verstand zu verlieren. Schließlich verflucht er seine Mutter und den Erzbischof, die ihn dazu gedrängt hätten, diesen Tabubruch zu begehen. Melior stürzt in tiefstes Leid, sie weint und möchte nicht länger leben, spricht aber schließlich Patonopir mit außerordentlich zärtlichen Worten an. Blättern Sie bitte um. Ach, herzefrühend Patonopir, viel süßer und werder lieb, durch was hast du mich, armes Wieb, geworfen in die Städten Klage? Nur sprich, was hab ich dir getan, dass du mich hast geschändet? Ach, von Herzen geliebter Patonopir, du süßer und vortrefflicher, warum hast du mich, arme Frau, in die dauerhafte Klage gestürzt? Nun sprich, was habe ich dir getan, dass du mich so in Schande gestürzt hast? Sie fühlt sich von ihm betrogen, von seinem unschuldigen Äußeren, von seinem makellosen Aussehen, das aber nur wenig mit seinem unschönen Wesen gemein habe. Und sie klärt ihn auf, wer sie ist, und warum sie die Zauberei beherrscht. Blättern Sie bitte um. Sie ist kein Dämon, sondern die Erbtochter des Kaisers von Konstantinopel, der keine männlichen Nachfahren habe. Ergo wird sie nach dem Tod ihres Vaters gemeinsam mit ihrem zukünftigen Ehemann als Kaiser und Kaiserin auf dem Thron Ostroms sitzen. Sie habe eine umfassende Schulausbildung erhalten. Zum Lehrkanon habe auch Nigromantien gehört, also die schwarze Magie. Diese hatte sie erlernt, um ihren kaiserlichen Vater zu unterhalten. Mit Hilfe der Magie konnte sie ihm Illusionen von wunderlichen Dingen vor Augen stellen, die er sich anschaute. Sie befriedigte also die Augenlust ihres Vaters, indem sie für ihn Elefanten, Greife, Löwen, seltene Tiere aus dem Meer, herrliche Naturpanoramen, ganze Ritterturniere und anderes mehr heraufbeschwor. Der Vater hielt nach einiger Zeit die Trugbilder für die Wahrheit. Ihre Zauber verschafften dem Vater also die Möglichkeit zu sehen, was normalerweise dem menschlichen Auge verschlossen bleibt, und eine virtuelle Realität hat sie ihrem Vater verschafft. Ja, also der Roman stellt natürlich so ein bisschen hier die Frage, was können wir durch Sehen überhaupt erkennen? Ja, das ist natürlich eine sehr alte Frage, die Sie auch in moderner Literatur wiederfinden. Antoine de Saint-Exupéry, Der kleine Prinz, Sie kennen das, man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Also woran liegt eigentlich Erkenntnis? Der Vater bekommt Gaukelspiele vor Augen gestellt und sieht doch nur Trugbilder, auch wenn er meint, die Wahrheit zu sehen. Das geht ja vielen Verschwörungstheoretikern heute auch so, die in ihren Blasen gefangen sind und die Wahrheit nicht erkennen können. Und das gilt auch für Patonopir, der Melior nicht sieht, die ihm entzogen ist und der sie eigentlich ganz genau erkennen könnte, wenn er nur seinem Herzen folgt. Also hier wird diskutiert, wie können wir Menschen eigentlich richtig Erkenntnis erhalten von Dingen. Patonopir hat hingegen sie mit einem Schutzzauber belegt, sodass er von keinem Menschen in Schiefdeire und am Hof gesehen werden kann. Also sie hat ihn quasi ausgeschnitten aus der Welt der Sichtbarkeit. Patonopir habe nun mit seiner Wunderlampe sie ihrer Fähigkeit zu zaubern beraubt und ihren Schutzzauber gebrochen. Er sei nicht länger der Wahrnehmung der Menschen am Hof und in der Stadt entzogen. Er könne nun die Bewohner der Stadt sehen und sie
können ihn sehen. Wenn ihre Bediensteten ihn jetzt in ihrem Bett vorfänden, wäre sie Melior entehrt. Dreifaches Leid habe Patonopir über sie gebracht. Erstens habe sie ihre Zauberfähigkeiten verloren. Zweitens werde sie öffentlich bloßgestellt. Sowie drittens und entscheidend, sie habe ihn jetzt für immer verloren. Doch nicht nur ihr Leben sei zerstört, sondern auch sein Leben sei dahin. Blättern Sie bitte um. So man dich morgen ersehen hat, so wird din alles bitter. Ich han so mannigen Ritter, der dienes Ungewinnes gärt, dass man die Schiere hart gewährt, des Grimmes Todes tränge. Wann ob ich sie'n verhänge, du wirst zerhauen und zerliedet. Wenn man dich morgen früh hier sehen wird, wirst du dich schrecklich ängstigen. Ich habe so manchen Ritter, der auf dein Unglück aus ist, so dass man dir umgehend den bitteren Tod gewähren wird. Egal, ob ich es gestatte oder nicht, du wirst zerschlagen und zerstückelt. Patonopir klagt sich daraufhin selbst an. Der Teufel möge ihn holen, er habe den Tod verdient. Auch wenn man ihn dazu gedrängt habe, es sei letzten Endes seine unselige Entscheidung gewesen, Melior zu hintergehen. Er bittet Melior nicht um Verzeihung, sondern um gerechte Bestrafung, die nur der Tod sein könne. Gelähmt vor Angst und ohne ersichtlichen Ausweg liegen die beiden Liebenden so die ganze Nacht hindurch im Bett, auch noch am frühen Morgen, als viele Bedienstete und fürstliche Damen des Hofes den Weg ins Schlafgemach der Prinzessin nehmen. Blättern Sie bitte um. Patonopir und Melior werden von allen Damen ob ihrer heimlichen Liebesbeziehung verflucht. Was die Hofdamen besonders empört, ist, dass Melior nicht etwa einen König oder Hochadeligen an ihrer Seite habe, sondern vermeintlich einen Knecht. Ja, die wissen ja nicht, dass er vorher unsichtbar war, dass Melior ihn hat herkommen lassen. Die Hofdamen und Bediensteten gehen selbstverständlich davon aus, dass es irgendjemand aus dem Umkreis des Hofes sein muss, der da im Bett mit Melior liegt. Melior, die Prinzessin, sei eine Hure und auf immer entehrt. Eine Kaiserin könne sie jedenfalls nie sein. Na, ich glaube, das ist ganz entscheidend. Hier zeigt sich natürlich so etwas wie Herrschaftsfähigkeit. In dieser Frage. Also die Entehrung hat tatsächlich politische Konsequenzen für Melior. Ne? Ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Dimension, die man hier beachten muss. Hier geht es nicht nur um eine private Liebesbeziehung zweier Teenager, sondern um, wenn Sie so wollen, einen politischen Skandal, der eben alles in Frage stellt. Aber dann ändert sich die Haltung der Damen, die ins Schlafgemach eingedrungen sind, abrupt, als sie Patonopir näher betrachten. Als sie nämlich seine überirdische Schönheit erkennen, nehmen sie alle Flüche zurück und zeigen Verständnis für Melior. Für einen solch schönen Mann könne man durchaus seine sozialen Position und sein Seelenheil aufs Spiel setzen. Ja, Frau könne gar nicht anders. Melior habe alles richtig gemacht. Dieser schöne Mann müsse ja fähig sein, als Kaiser zu regieren. Wie es scheint also, rettet die überbordende Schönheit Patonopirs das Liebespaar. Keiner hegt mehr einen Groll gegen die Liebenden. Doch dann geschieht etwas Unerwartetes. Melior wirft nun ihren Geliebten voller Zorn aus dem Bett und nötigt ihn sofort, den Palast und Schief Deire zu verlassen. Schauen wir uns mal die zugehörige Textstelle an, um das zu verstehen. Man hat ja erstmal das Gefühl, die beiden kommen jetzt ganz toll aus der Situation heraus und müssten glücklich sein, doch Melior rastet vollkommen aus. Und um das vielleicht verstehen zu können, was da passiert, müssen wir uns diese Textstelle genauer anschauen. Blättern Sie einmal um. In was viel usermaßen leid, dass ihm so Michels Mach hate von innen mit Rede erbotten was. Patonopir sich do bewack des Liebes uf ein Ende. Er hätte sich zerwende geleit auf seinen Ellenbogen. Viel zornig sehre und ungezogen ward Melior da wieder in.
Sie jaggete von dem Bette hin, den jungen freudelosen Decken. Den Damen, also es sind die Hofdamen, die jetzt dort am Bett Melios stehen, den Damen tat es außerordentlich leid, dass sie ihn so sehr mit ihren Worten geschmäht hatten. Daraufhin drehte sich Patonopir um. Er legte sich in Richtung Wand, gestützt auf seinen Ellenbogen. Daraufhin wurde Melior sehr ungehalten und wütend auf ihn. Sie jagte den jungen, traurigen Helden aus dem Bett. Ja, also warum wird Melior erst jetzt wütend, nachdem sie zuvor traurig war und immer noch ganz lieb mit ihm gesprochen, also ihm Komplimente gemacht haben? Eigentlich hätte sie ja nach der Reaktion der Hofdamen hoffnungsfroh sein können. Nun, es muss wohl an der Reaktion Patonopirs liegen, die ihrem Wutausbruch unmittelbar vorangeht. Was zeigt aber seine Reaktion des Wegdrehens? Ja, er hätte sich zur Wende geleht, uf seinen Ellenbogen. Blättern Sie bitte um. Nun, ich finde, er nimmt sich aus der Situation heraus, da ihm die Sympathien der Hofdamen sicher sind, und lässt Melior damit in gewisser Weise allein. Ja, wenn ich gesagt habe, eigentlich sind beide ja jetzt stehen gut da und sind raus, vor allen Dingen ist aber er gut raus. Ne? Er hat nichts mehr zu befürchten, er wird von allen anerkannt. Über Melior haben sie in gleicher Weise gar nicht mehr gesprochen, nur dass sie ihr Verhalten verstehen können. Ich glaube, er steht hier nicht mehr an ihrer Seite. Ja, das ist so ein Ego-Verhalten. Er signalisiert mit seiner Körperdrehung, dass ihn das ganze Weitere nichts mehr angehe, sondern Melior eine Lösung für sich selber finden müsse. Melior muss diese Reaktion erneut als Aufkündigung der Treue verstehen, dass er nicht zu ihr steht, dass sie keine Einheit sind. Ja? Sie will ihn daher aus Schiefdeire verbannen und ihn nie mehr wiedersehen. Blättern Sie bitte um. 9.6. Irekels Verteidigungsrede und Patonopirs Rückkehr nach Hause. Da tritt Melios Schwester Irekel in das Schlafgemach. Ja, sie hat eine Schwester. Es folgt eine außergewöhnlich ausführliche Schönheitsbeschreibung Irekels, mit der sich keine andere Frau auf Erden messen könne. Doch am Ende dieses überbordenden Schönheitslobs heißt es schlicht: Wann, dass ihr Schwester Melior leichter und schöner was? Doch war ihre Schwester Melior strahlender und schöner. Eine Beschreibung Melios haben wir bis dahin immer noch nicht erhalten. Weder erfahren wir, wie sie aussieht, noch was sie denkt. Wie für Patonopir bleibt die Prinzessin von Konstantinopel auch uns weitgehend entzogen. Das Einzige, was wir erfahren, ist, dass sie im Vergleich zu ihrer überirdisch schönen Schwester Irekel, die ganz genau beschrieben wird, noch besser aussieht. Unseren Blicken bleibt sie also ebenso entzogen wie ihre Absichten und Motive. Das heißt, fokale Figur bei diesen nächtlichen Zusammentreffen ist eigentlich immer Patonopir. Durch dessen Augen sehen wir, wir haben immer den gleichen Kenntnisstand wie unser junger Protagonist. Nun, Patonopirs Äußeres nimmt Irekel sofort gefangen. Sie gleicht darin den Hofdamen. Einen schöneren Mann hat sie nie gesehen. Er löst Mitleid in ihr aus. Sie fordert ihre Schwester auf, sich im Zorn zu mäßigen und ihren Geliebten nicht so im Streit gehen zu lassen. Verzeihen solle sie ihm, was immer er gemacht habe. Und weiter, sie solle die Freundschaft mit diesem einzigartigen Mann nicht beenden. Melior wirft ihrer Schwester vor, dass sie nicht in ihrer Situation sei und sie daher auch nicht ihren gerechten Zorn verstehen könne. Irekel würde an ihrer Stelle genauso handeln. Doch Melios Schwester führt die Diskussion ins Grundsätzliche. Mit Erbarmen und Gnade müsse man zuletzt auf die Schuld eines Menschen reagieren. Es sei eine christliche Tugend, Milde walten zu lassen und Güte zu zeigen. Dies hätte Gott doch den Menschen offenbart, als die Menschheit sich in tiefste Sünde verstrickt habe, sei Gott es gewesen, der ihnen ihre Missetaten nachgesehen habe. Am Kreuz sei er für die Menschheit gestorben. Patonopir sei auch nur eingeschränkt schuldig,
so Hirekel weiter. Eigentlich sei es ja seine Mutter gewesen, die ihm den Bruch des Tabus eingeredet habe. Er sei wie alle Männer den Frauen und ihren Manipulationen hilflos ausgeliefert gewesen. Blättern Sie bitte um. Von also kündiglicher Art ward nie beschauet Mannes lieb. Im Userite wolle ihn wieb, dass er Misse täte. Von so kluger Art war noch nie ein Mann auf Erden, dass eine Frau ihn nicht dazu gebracht hätte, Falsches zu tun. Ja, also Frauen, so hier das Bild, können Männer doch sehr leicht manipulieren, weil wir Männer die Ränkespiele der Frauen nicht zu durchschauen wissen. Und dann zählt Hirekel biblische Beispielfiguren auf, die trotz ihrer Macht und Weisheit von Frauen verführt und manipuliert worden seien. Adam, Samson, der weise König Salomon und König David. Bei solch gestandenen Männern, wie hätte da dieser Knabe von weiblicher List verschont bleiben können? Ein Kind sei er noch, gänzlich unerfahren. Doch Melior bleibt hart. Sie bekräftigt ihren immerwährenden Hass auf ihren ehemaligen Geliebten, den sie ja immer und immer wieder an sein Versprechen erinnert habe, das Tabu nicht zu brechen. Zudem sei sie bereits einmal gnädig gewesen, als er einer anderen Frau das Eheversprechen gegeben habe und damit seinem Treueversprechen nicht nachgekommen sei. Nun aber habe er sie endgültig entehrt. Tja, wie würden Sie entscheiden? Gnade ist besser als Recht. Einmal kann man jemandem einen Treuebruch verzeihen, ein zweites Mal nicht. Ist Melior mit ihrer Härte ganz zu Recht hier in der Position? Oder würden Sie sagen, Hirekel vertritt doch eigentlich eine vernünftige Position? Hirekel jedenfalls gibt nicht auf. Ihre Schwester sei doch gar nicht entehrt, argumentiert sie. Jede Frau am Hofe habe Verständnis dafür, dass sie sich mit diesem Sexiest Man Alive getroffen habe. Sie solle doch alle anderen Männer einladen, die ihr gefallen, und diese dann einmal mit Patomopir vergleichen. Dann werde sie sehen, dass keiner ihrem Geliebten gleichkommen könne, den Melior unbedingt heiraten müsse. Doch dies weist ihre Schwester nun endgültig ab. Niemals werde sie wieder die Geliebte dieses untreuen Mannes. Hirekel geleitet daraufhin den weinenden Patonopir vom Hof sowie aus der Stadt und befiehlt den herbeieilenden Rittern, ihre Waffen niederzulegen. Unser Held ist untröstlich. Er möchte nicht mehr unter Menschen leben und auch nicht, dass es ihm jemals wieder gut gehen möge. Das Meer möge ihn verschlingen. In dieser Stimmung kehrt Patonopir nach Blois zu seiner Mutter zurück. Blättern Sie bitte um. 9.7. Patonopir zieht sich in sein Zimmer zurück und will sterben. Er möchte nicht länger gesehen werden. Er möchte sich den Blicken entziehen und auf diese Weise für die Öffentlichkeit unsichtbar werden, wenn sein Todeswunsch sich nicht erfüllt. Den Tag und das Licht will er fortan meiden. Er habe mehr verloren als Adam beim Sündenfall. Der konnte wenigstens mit seiner Frau Eva gemeinsam das Paradies verlassen. Ihm hingegen bleibe nichts anderes übrig, als weiterzuleben wie ein Zombie. Nicht ganz lebendig, nicht ganz tot. So werde mir ein Tod getan, der nicht ein Ende mag gegeben. Ich müsse sterben und leben miteinander beide, so dass kein Unterschäde müsse sien dazwischen. Mein Fleisch und mein Gebeine soll zwinden und dorn. So möge man mir ein endloses Sterben zubilligen. Ich werde gleichzeitig leben und sterben, so dass es keinen Unterschied zwischen beidem gibt. Mein Fleisch und meine Knochen sollen vergehen und verdorren. Er würde sich umbringen, wenn ihm das nicht zu einfach erschiene. Stattdessen wolle er sein Leben lang unerträgliche Qualen leiden. Schließlich verbringt er seine Zeit nur noch in einer unterirdischen Kammer, er lässt sich dort einschließen und verzichtet auf menschliche Gesellschaft. Seine mitleidende Mutter begehrt zwar Einlass, wird aber von ihm abgewiesen. Sie bekräftigt, dass sie doch nur sein Bestes gewollt haben. Ne? Wieso Mütter sind, die immer das Beste für ihre Kinder im Auge haben, angeblich.
Auch müsse er nicht so verzweifelt sein, denn es gebe doch noch viele Frauen, die genauso gut seien wie Melior. Auch sein Onkel, Bischöfe und andere Geistliche schaffen es nicht, Patonopi aus seiner selbstgewählten Einsamkeit herauszuholen. Bei Wasser und Brot hält Patonopir sich selbst gefangen. Ein Jahr lang bleibt er in diesem depressiven Zustand, wobei sein wunderschönes Äußeres völlig zerfällt. Blättern Sie bitte um. Der Bart, die Nägel und das Haar ließ er nicht abgeschroten, bleich als die gelben Toten ward's ihm durchlüchtig bilde. Sich selber raufen und es lahn, den Tugende riechen man doch so sach. Er lädt so bitter Ungemach, dass ich mit tausend Münden nicht möcht gar ergründen, sin angstliche Herzenot. Den Bart, die Nägel und die Haare ließ er nicht mehr schneiden. Bleich wie die fallen Toten wurde sein strahlendes Antlitz. Der Tugendhafte fing an, sich selbst zu schlagen und zu malträtieren. Er litt so furchtbar, dass ich mit tausend Mündern sein angstvolles Herzeleid nicht ausdrücken könnte. Schließlich will Patonopir dieses lange Dahinsiechen nicht länger ertragen. Er sehnt den Tod herbei und beschließt, dorthin zurückzukehren, wo alles angefangen hat, in den Ardennenwald. Dort, so ist sein Plan, mögen ihn die wilden Tiere, die Löwen, Greifen, Bären und Drachen in Stücke reißen. Blättern Sie bitte um. 9.8. Die Freundschaft mit Fursin und die Suche nach dem Tod. Brot und Wasser bringt jeden Tag ein Muslim vorbei, ein Muslim, den der König Sornaguir in Frankreich am Hof Patonopirs zurückgelassen hat, damit dieser die französische Sprache sowie Sitten und Gebräuche kennenlernen kann. Es handelt sich um Fursin, den Neffe Sornaguirs, der ein bescheidener und umsichtiger junger Mann ist. Patonopir bittet diesen Fursin, gemeinsam mit ihm vom Hof in Blois aufzubrechen. Und das geschieht. Heimlich in der Nacht machen sich die beiden mit Pferden auf den Weg in Richtung Ardennenwald. Nachdem sie aufgebrochen sind, teilt Patonopir seinem muslimischen Begleiter mit, dass er den Tod suche und daher alleine weiterreiten wolle. Fursin aber lässt sich nicht wegschicken, er möchte bei ihm bleiben und Patonopir in den Ardennenwald begleiten. Der Muslim verspricht, sich taufen zu lassen, wenn er Patonopir nur begleiten dürfe. Gemeinsam nehmen sie daraufhin die Fahrt in Angriff, Patonopir aber hat vor, sich von Fursin zu trennen, sobald dieser getauft sei. Die Taufe möchte er Fursin noch ermöglichen, damit der junge Muslim sein Seelenheil sicherstellen könne. Die Trennung danach ist aus der Perspektive Patonopirs nötig, da er es nicht verantworten kann, dass Fursin mit ansehen muss, wie wilde Tiere ihn zerfleischen. Das möchte er seinem Freund ersparen. Er fürchtet, dass Fursin nämlich diesen Anblick nicht verkraften könne und traumatisiert sei. In dem Land Albiges, das sie auf der Reise durchqueren, finden sie eine Kirche, wo Fursin sich freiwillig taufen lässt und den christlichen Namen Anselm annimmt. Wie geplant verlässt Patonopir seine Reisepartner bei der nächsten Schlafpause und setzt seinen Weg in den Ardennenwald alleine fort. Als Fursin Anselm aufwacht, ist er entsetzt, dass Patonopir ihn zurückgelassen hat, obwohl er für ihn alles geopfert habe. Sein Leben scheint ihm zerstört. Anselm weiß nicht, wohin er sich jetzt wenden kann. Der Weg nach Hause, also in den Orient, ist ihm mit seinem Übertritt zum Christentum jedenfalls verwehrt. Blättern Sie bitte um. Das ist die Analyse, die Selbstanalyse Fursins Anselms. Der Mage und des Gelogen mien han ich durch ihn vergessen, des muss ich sie besessen mit Schattenruf der Erden. Den Frühenden und den Maggen wär ich so wieder zähme, ob ich zu Lande käme, dass sie würfen an mich hor. Ich sollt in hoher Wunn entbohr in der Heidenschäfte schweben. Nun muss ich ahne Freude leben, bin in getauften Irma, wand ich entweder den Nirma wert in mime Lande. Meine Verwandten und meinen Glauben habe ich um seinetwillen verlassen.
Deshalb muss ich nun mit Schande bedeckt leben. Wenn ich nach Hause käme, fänden mich meine Freunde und Verwandten so widerwärtig, dass sie mich mit Mist bewerfen. Ja? Der hat also eine richtige Identitätskrise, wenn man so möchte. Er ist eben nicht mehr Muslim und fürchtet dadurch, zu Hause jedwede Anerkennung zu verlieren. Aber eigentlich sollte ich bei den Ungläubigen in großem Glück leben. Ja? Nun muss ich bei den Getauften für immer ohne jede Freude leben, denn zu Hause werde ich niemals mehr gut angesehen sein. Ja, bleiben ist auch keine Lösung, ja, bei den Christen, weil er dort nicht das Ansehen genießt, das soziale Prestige hat, das ihm in der muslimischen Welt zukommen würde, als Neffe des Großkönigs Sornagyr. Ja, also das ist so, das ist eine Figur des Dazwischen, ne, der kulturell sich in beiden Gesellschaften nicht mehr richtig aufgehoben fühlen kann. Er ahnt, dass Batonopir ihn nur habe schützen wollen und wünscht sich, diesen in den Tod begleiten zu können. Daher reitet er Batonopir hinterher, verliert aber bald dessen Spur. Der Plan unseres Titelhelden geht in der Zwischenzeit nicht auf. Die Tiere verschmähen ihn nämlich als Mahlzeit. Doch nachts wird sein Pferd von einem Löwen angegriffen, den Batonopir schließlich erschlägt. Das verwundete Pferd aber läuft schreiend und wiehernd durch den Wald, bis es an die Küste kommt. Blättern Sie bitte um. 9.9. Irekel rettet Batonopir erneut. Zufällig segelt Irekel mit einer Mannschaft an der Küste entlang und hört die Schreie des Pferdes. Auf dem Boot ist man sich sicher, dass ein Reiter im Wald sich in Not befindet. Daher lässt Irekel ankern und dringt mit einem Begleiter in den Ardennenwald ein und findet Batonopir, als sie der Blutspur des Pferdes zu ihrem Ursprung folgen. Um ihn von seinem Todeswunsch abzubringen und ihn aus dem Wald herauszuholen, lügt sie ihn an. Sie behauptet, dass Melior sie geschickt habe, der es leid tue, ihn verbannt zu haben. Ihre Schwester wolle unbedingt, dass er zurückkomme und sie ihre Liebesbeziehung wieder aufnehmen. Batonopir ist augenblicklich getröstet und voller Zuversicht. Irekel bringt ihn in die Stadt Salense, ihres Herrschaftsgebietes, um ihn dort zu pflegen und wieder zu Kräften kommen zu lassen. Er ist ja nach dem Jahr in Isolation abgemagert und entstellt. Durch die Pflege Irekels und deren Verwandte Persanis heilt Batonopir an Körper und Herz. Sie fälschen Liebesbriefe, die angeblich von Melior stammen, und wecken damit den neuen Lebensmut in unserem Titelhelden. Blättern Sie bitte um. 9.10. Melior lehnt eine Versöhnung ab und richtet stattdessen ein Turnier aus. Der Sieger soll ihr Ehemann werden. Irekel reist zu ihrer Schwester, erzählt ihr, wie schlecht es Batonopir ging und mutmaßt, dass er sterben wird, sollte Melior ihm nicht verzeihen. Obwohl Melior sehr betroffen ist und sich nach Batonopir sehnt, bleibt sie hart und lehnt eine Versöhnung ab. Irekel wirft Melior ihre Hartherzigkeit vor und erinnert daran, wie jung und unerfahren Batonopir sei. Zudem sei er viel treuer und aufrichtig liebender als Melior. Blättern Sie bitte um. Nee, brauchen Sie nicht. Ist ja hier drauf. Entschuldigung. So groß nicht Sie eine Schulde sind, so du sie machest, Frau Wegurt. Getrüv und steten Murt hat er von Grunde dir getragen. Nur hör ich dich da wieder sagen, dass du von ihm verraten siehst. S was du der hohen Schulde gießt, ihm, die sollt er geben dir. Wann du mit stetes Herzen Gier nicht mähnest in, als er dich tut. So groß ist seine Schuld nicht, wie du sie machst, edle Dame. Treue und Loyalität hat er dir von Grund auf entgegengebracht. Doch höre ich dich argumentieren, dass er dich verraten habe. Die große Schuld, die du ihm gibst, die sollte er dir geben, denn du liebst ihn nicht so leidenschaftlich, wie er dich liebt. Man könnte auch innig statt leidenschaftlich hier übersetzen. Blättern Sie bitte um. Melior erklärt ihrer Schwester daraufhin,
dass sie keinen Handlungsspielraum mehr habe. Ihre Ratgeber hätten sie dazu gedrängt, endlich einen Ehemann zu nehmen. Der beste Bewerber unter allen Königen und Fürsten solle in einem Turnier gefunden werden. Irekel ist entsetzt und befürchtet, dass der Turniersieger ihrer Schwester gar nicht gefallen könne, sondern am Ende nur ihren Ratgebern. Melior renne in ihr Unglück, beschwört Irekel sie, und dann erzählt sie, dass Patonopir mit Sicherheit sterben werde und nichts ihn retten könne. Sie lügt, weil sie Melior dazu bringen möchte, sich endlich einzugestehen, dass sie immer noch Patonopir liebt und zu ihm zurück möchte. Melior bricht daraufhin auch in Tränen aus, rehabilitiert Patonopir aber nicht. Irekel kehrt daraufhin nach Salenze zurück und erzählt unserem Helden von dem Hochzeitsturnier. Patonopir erklärt sich sofort bereit, an diesem Turnier teilzunehmen und ist zuversichtlich, als Gewinner aus den Gefechten hervorzugehen. Doch tut sich ein Problem auf. Patonopir will sich kein Schwert umgürten lassen, weil er versprochen habe, dass nur Melior ihn zum Ritter machen könne. Und dieses Versprechen will er unbedingt halten. Aber ohne Schwert ist natürlich schlecht, ein solches Hochzeitsturnier zu gewinnen. Daraufhin erklärt Irekel, dass sie schon Sorge dafür trage, dass Melior ihn zum Ritter mache, ohne ihn zu erkennen. In einer Massenschwertleite, die Melior vorhabe zu veranstalten, werde er als einer von 100 Knappen, die zum Ritter gemacht würden, nicht weiter auffallen, da alle die Helme auf hätten und nicht zu erkennen seien. Also der Plan ist, man reist nach Schiefdeire, schleicht sich in diese Massenschwertleite ein, Melior erkennt Patonopir nicht, weil er seinen Helm auf hat, und gürtet ihm das Schwert um und macht ihn dadurch zum Ritter. Sie wissen ja, man wird im Hochmittelalter nicht zum Ritter geschlagen, sondern zum Ritter gemacht, indem man das Schwert umgürtet in einer feierlichen Zeremonie. Das habe ich Ihnen ja, das wissen Sie noch nicht, das habe ich im letzten Semester meiner Vorlesung erläutert. Okay, dann versuche ich das nochmal. Sie kennen das ja vielleicht aus Ritterfilmen, dass ein Ritter sich hinkniet und der König dann ein Schwert einmal auf die eine Schulter, dann auf die andere Schulter niederlegt und den Ritter damit oder den Mann damit zum Ritter schlägt. So geht es nicht im Hochmittelalter zu. Der Ritterschlag kommt erst im Spätmittelalter in Mode. Im Hochmittelalter wird man zum Ritter durch einen Besuch der Messe, ja, man wird also auch Gott verpflichtet in einer feierlichen Zeremonie, und zum Zweiten bekommt man das Schwert umgegürtet. Deswegen heißt es auch, nicht man wird zum Ritter geschlagen oder zum Ritter erhoben, das weist den Ritter als kniend aus, ja, den man dann hochhebt. Nein, man macht jemanden zum Ritter. Und so ist es hier geplant. Und dieser Plan wird umgesetzt. Gemeinsam mit Patonopir reist Irekel nach Schiefdeire und trifft dort eine am Boden zerstörte Melior an, die sich bitterste Vorwürfe macht, Patonopir in den Tod getrieben zu haben. Sie hätte ihm verzeihen müssen, nun werde sie für immer trauern und auch nicht ganz lebendig und nicht ganz tot sein. Also auch sie hat so ein Zombie-Programm für ihre Zukunft entworfen. Irekel lässt ihre Schwester im Glauben, dass Patonopir verstorben sei, weil sie sich erhofft, deren Sehnsucht nach dem verlorenen Geliebten auf diese Weise noch weiter anzufachen. Also das schlechte Gewissen soll in ihr bohren, damit sie umso freudiger irgendwann feststellt, dass Patonopir noch lebt. Am nächsten Morgen versammeln sich dann 100 Knappen, um von Melior zu Rittern gemacht zu werden. Irekel schmuggelt den in seiner Rüstung und Helm unkenntlichen Patonopir unter die Knappen. Als Melior ihm das Schwert umgürtet, erinnert sie die Gestalt des jungen Ritters an Patonopir, und der saugt jede Einzelheit ihres Körpers auf. Er sieht sie ja zum ersten Mal so ganz richtig, ja, und ist traurig und froh zugleich. Froh, Melior endlich in ihrer ganzen Schönheit zu sehen, traurig, weil sie für ihn unerreichbar ist, obwohl sie direkt vor ihm steht.
Nach der Schwertleite kehren Erekel sowie Patonopir wieder nach Salenze zurück und warten dort, bis die Zeit des Turniers gekommen ist. Und da schließe ich in der nächsten Woche an. Für heute soll es dabei erstmal es belassen werden. Ich hoffe, die Geschichte macht Ihnen Spaß. Ich liebe die zu erzählen. Tut mir leid, dass ich so ausführlich bin. Aber ich finde es auch mal toll, eine Geschichte sehr ausführlich zu erzählen, damit Sie auch, was dort verhandelt wird, wie es verhandelt wird. Das ist ja immer ein bisschen drüber. Die sind immer sehr pathetisch, die Figuren. Die sterben, sie sehen keinerlei Wege mehr in die Zukunft hinein. Man hat immer das Gefühl, emotional ist es immer ein Stück drüber. Und trotzdem werden ja ganz elementare Dinge in diesem Roman verhandelt. Wie Liebe, wie Erkennen, ne? Erkenntnis des Menschen. Was ist der Tod? Wie gehe ich mit Ängsten um? Ja, das sind ja ganz viele feine Beobachtungen, die dieser Text auch anstellt. Nun gut, nächste Woche erzähle ich Ihnen zu Ende und dann kommen wir auch zu einer Interpretation und zu einer Einordnung in der Gattung der Liebes- und Abenteuerromane. Ich danke Ihnen heute für Ihr Zuhören, hoffe, dass Sie wie immer ein wenig Spaß hatten und freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder zuhören. Vielen Dank.